größten Gemeinsamkeiten, die die Amerikaner mit uns haben, sind die zahlreichen Werte, die wir teilen. Die basieren auf Freiheit, Demokratie und Gleichheit und Gleichbehandlung durch den Staat, also Rechtsstaatlichkeit. Die Frage, ob man anderen hilft, wenn sie denn in den großen Schwierigkeiten sind. It's only people who don't understand history, don't respect history and have agendas that, as far as I'm concerned, are contrary to America's best interests, who would jeopardize that foreign policy. There's nothing about history that's ever permanent. And what we've got to do is constantly teach new generations about why democracy is valuable, about why freedom should not be taken for granted, about why we have to work together to meet external threats and so forth. And I think essentially we've taken it for granted. We've assumed that we didn't have to worry about these things, and now we're beginning to pay the price. And we're seeing this growth of illiberalism within our societies on both sides of the Atlantic Ocean. It's not too late to do something about it, but it won't fix itself. Es ist immer ein guter Ratgeber, sich anzuschauen, was fordert denn uns heraus? Und da stehen die Amerikaner und wir Seite an Seite. Wir wollen dasselbe. Wir wollen die Art und Weise verteidigen, wie wir leben. Wir als Deutschland verdanken den USA, denke ich, über die letzten 70, 80 Jahre eine Menge. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber genauso gut auch mit der Maueröffnung haben wir sicherlich sehr viel den USA zu verdanken. Und sollten nur, weil jetzt ein Präsident an der Macht ist, der ungewohnt andere Töne anschlägt, beziehungsweise auch für uns ungewohnte Art der Politik führt, jetzt nicht davon ausgehen, dass die Kontakte, die wir früher die USA hatten, plötzlich auch zu 100% diese Meinung teilen, sondern ich glaube, im Kern teilen wir noch sehr, sehr viele Werte. I was a member of the NATO Parliamentary Assembly, as a member of the United States House of Representatives and traveled to many of our NATO countries and to Brussels many times to meet with our allies to continue to strengthen an organization that has meant so much to Europe and the United States. Das sind sehr, sehr starke Allianzen, die sich daraus ergeben, weil man tatsächlich auf beiden Seiten des Teichs diese Werte lebt. Und natürlich gehört zum Einsatz auch Streit und offener Streit und eine klare Haltung. Das gehört immer dazu, wenn man jemanden als Freund hat. Einem Freund sagt man seine Meinung klar und deutlich ins Gesicht. Und das ist, glaube ich, das was uns voranbringt. And I think that that's an important part of the West. And that's why we regard the dignity of the individual as so crucial, central, fundamental value.